Hey. Yeah! I'm here. I have them! So, okay. Ganz ehrlich, solange wir die Waldlaurer so ausschalten können. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Ah ja, bevor wir die große Gruppe angreifen, werden wir noch mal rasten müssen. Ist das nur... Okay, da sind mehrere Fäulnisse. Windfäulnisse. Niedrige Gesundheit für mich. Ja, okay, das... Große Windfäulnisse. Oh, das ist böse. Oh, der steht noch da drüben rum. I'm here. Ja, jede Menge Urwind. Eine kräftige Brise bläst, lässt deine Kleider flattern, als du dich an der Katte näherst. Ein Höhleneingang klafft in der Klippe. Er liegt nur gut 3 Meter unter dir, doch der verwitterte Fels ist zu glatt, um hinabzusteigen. In der Nähe des Abgangs liegt ein großer Felsen. Er wirkt massiv und robust. Gehen wir erstmal weg hier. Slow and silent. Als du den Rand der Klippe erreichst, erkennst du den genauen Ort aus deiner Vision von Persok. Er ist wohl nicht allzu langer Zeit hier gewesen. Sagani steht mit dem anderen Figürchen in einer Hab-8-Stellung, während sie die Klippe prüft. Du schließt die Augen und lässt den Äther für eine Spur von Persos Gegenwart auf dich wirken. Die Dunkelheit hinter deinen Augenlidern nimmt Formen an. Dieses Mal spürst du, wie Persok durch den Wald rennt, wobei er um Felsen und Bäume saust und flitzt. Die Landschaft zischt so schnell vorbei, du kannst zwischen dem verschwommenen Grün keine Einzelheiten erkennen. Etwas ragt zwischen den Bäumen vor dir. Persok kommt schließlich vor dem Adra-Bogen zu stehen. Ich weiß, wo ich als nächstes nach Persok suchen muss. Erkennst du den natürlichen Adra-Bogen? So etwas haben sie in Erglanfahrt jenseits des Wassers von Zwillingsulm. Dann weiß ich, wo ich als nächstes nach Persok suchen muss. In these visions, I don't suppose you're getting a sense for who Persok is now. Sagani liegt langsam, da werde ich dir folgen. Sie schultert den Bogen. In deinen Visionen hast du wohl kein Gefühl dafür bekommen, wer Persok jetzt ist, oder? Nein, jemand, der die Landschaft zu schätzen weiß. Ja, und ich könnte lügen, aber das mache ich nicht. Sagani kichert. Nichts gegen diese muffigen Wälder, aber du hast die Südlichter von Nasitak noch nicht gesehen. At least we're getting closer. Seems like we've made more progress together than I've made in a year. Sie zog mit den Achseln. Wenigstens kommen wir näher ran. Anscheinend haben wir zusammen mehr Fortschritt gemacht als ich in einem ganzen Jahr. Wie war er? That depends on who you ask. I talked to everyone in Masuk before I left. I heard he was a strong leader, a dependable builder, a caring grandfather, a wise elder, a generous neighbor, a cunning negotiator. Kommt doch an, wen du fragst. Sie tritt einen Kieselstein über die Klippe und sieht ihm beim Fallen zu. Bevor ich ging, sprach ich mit allen in Masuk. Ich hörte, dass er ein starker Anführer, ein verlässlicher Erbauer, ein fürsorglicher Großvater, ein weiser Ältester, ein großzügiger Nachbar, ein gerissener Verhandlungsführer und vieles mehr gewesen sei. Sie zuckt mit den Achseln. Könnte genauso gut einer dieser unmöglich perfekten Helden aus dem Eben von Edir sein. Wahrscheinlich war ja all das zu unterschiedlichen Zeiten. Die Leute behalten sich die Dinge an ihn in Erinnerung, die den meisten von ihnen etwas bedeuten. The odd thing is, many in Masuk weren't much older than me when Persok passed. And yet everyone wanted to make sure he heard about something in particular. Our trade with the Amawa. Our successful hunts. Peace with neighboring villages. Das Komische ist nur, dass viele in Masuk kaum älter waren als ich, als Persok starb. Trotzdem wollten alle sicher gehen, dass er von etwas bestimmt
hörte. Unseren Handel mit dem Amauner, unsere erfolgreichen Jagden, Frieden mit benachbarten Dörfern. Sie tritt noch einen Kieselstein über die Klippe. Itomak folgt seiner Flugkurve mit nach vorne gerichteten Ohren. Ich mag Itomak. Plastok hat viel erreicht, was ganz Masuk beeinflusste. Offenbar war er für dein Volk sehr wichtig. Nicht für ungut, aber hätte Masuk nicht jemanden schicken sollen, der ihn persönlich kannte? Plastok hat viel erreicht. It just seems odd that so few of us remember him beyond the things he did for the village. Most of his family members, the ones who knew him, are in their twilight years now. And Persok was too busy to spend much time with his younger relatives. Es kommt mir nur seltsam vor, dass sich so wenige von uns an die Dinge erinnern können, die er für das Dorf getan hat. Die meisten seiner Familienmitglieder, jene, die ihn kannten, sind bereits in ihrem Lebensabend angelangt und Persok hatte zu viel zu tun, um Zeit mit seinen jüngeren Verwandten zu verbringen. Itomak gähnt und hätschelt ungeduldig ihre Hand. Ich verstehe, anscheinend wäre das Vermächtnis, das er seine Familie hinterlassen hat, von größerer Bedeutung. Er hat euer Dorf verändert, das lohnt sich in Erinnerung zu behalten. Vielleicht geht es hier weniger um ihn, als darum, deinem Dorf weiterzuhelfen. Nehmen wir mal das Letzte, das klingt sehr philosophisch. Perhaps you're right. Ihre Stirn legt sich in Falten, aber die schwarze Farbe verdeckt den Blick in ihren Augen. Vielleicht hast du recht. Anyway, what about this Theos character you're searching for? Seems like he was someone important to you. What do you remember about him? Egal, wer ist denn dieser Taos-Typ, nach dem du suchst? Anscheinend war er für dich jemand von Bedeutung. Welche Erinnerung hast du an ihn? Er hat einen beeindruckenden Bart. Ich glaube, er war jemand in einer führenden Position. Er war jemand, dem ich vertraute. Nur sehr wenig. Na, damit kann man da wohl nicht viel anfangen, was? Hoffentlich kannst du noch ein paar Hinweise über ihn finden, während wir hier in der Gegend herumrennen. So genug Geschwätz von mir, sonst wird sich Persok noch einen neuen Körper finden, bevor wir diesen hier überhaupt erreichen. Lass uns gehen. Mhm. Okay, der nächste Waldlauerer. Den machen wir mal ein bisschen Feuer unter den Hintern. Okay. Yes. Und hier liegt noch ein Toter. Der hat noch nichts Besonderes dabei. Ja, da rollen die Wellen nach Trutzbucht. Ja, jetzt bleibt nur noch die ziemlich böse Gruppe da oben. Und die Höhle. Gucken wir erstmal in die Höhle. Seil und Enterhaken haben wir ja. Du bewegst dich dein Seil an den Felsen und steigst hinab. Plötzlich kommt von der Bucht ein starker Windstoß geweht. Du hast Mühe, das Seil festzuhalten, während du von der Brise herumgewirbelt wirst. Der Wind pfeift durch die Felsen, doch du klammerst dich weiter an das Seil. Wenige Augenblicke später lässt der Wind nach und du legst den Rest des Weges bis zum Höhleneingang zurück. Okay. Nice and quiet. Wir haben eine Höhle entdeckt. Was sagt eigentlich so der Charakter? Na, ein bisschen XP brauchen wir noch. Welches Level haben wir denn dann? Ah, schon 8. Ah, Darghouls. Untote in dieser Höhle. Groß ist die Höhle allerdings nicht. Pray.
How may I help? Okay, der Kampf von da hinten aus nicht helfen, also Fernkampfwaffen. Blood makes the grass grow. I have. Hey. Okay, ich zieh mich mal zurück. Weil sonst krepiere ich noch wirklich. Hey. Yes? Yeah? I'm here. Oh ja, Gefäßfleisch, immer wieder schön. So, was hast du? Ring der Zauberei. Oh, hallo. Was Schönes für dich. Flinke Füße Trank und der Rest ist hierfür. Intellekt. Leiden unterdrücken, ja. Gut. I'm here. Dann nehmen wir doch diese modrige Höhle auch zum Rasten. So, dann kümmern wir uns noch da oben um die Gruppe und dann reisen wir nach Dürfurt weiter. Oder wir reisen erstmal zu den Klippen zurück, ob es da noch was gab. Das können wir dann aber in der nächsten... Genau. ...Aufnahme dann gucken. Okay, erstmal sollten die Drachen weg. Habe ich noch irgendwelche besonderen Buffs? Dann machen wir mal eine Fäulnis. Malof macht das. Sagani macht das. Eder wirft das Ding mal um. How may I help? Okay, der erste ist schon mal weg. Anna hat es umgehauen. Was zur Hölle? Okay. Nee. Ich sollte mich mal selber heilen. Okay, das hat irgendwie nicht ganz so gefruchtet, wie ich es gehofft hatte. Ich glaube, wir müssen doch erst die Dinger loswerden.
Aber ich würde mal sagen, das machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Absolutely. Es wird jetzt Zeit zum Speichern. Das ist jetzt Let's Play 018. 10 Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.